Hallo liebe Zuschauer! Eine traurige Geschichte mit einem glücklichen Ende. Kleiner John, dem kleinen John widerfuhr eine schreckliche Geschichte. Der streunende Kater verirrte sich auf eine Baustelle, wo sich abends problematische Jugendliche aufhielten. Sie suchten nach Unterhaltung. Und dann tauchte die Katze auf. Wie konnte man eine solche Gelegenheit verpassen? Es muss gesagt werden, dass das Leben von kleiner John nie glücklich war. Nur wenige fütterten ihn, während ihn die Menschen oft vom Hof jagten und ihn in kalten Wintern auf der Straße frieren oder im Herbstregen nass werden ließen. Mehrmals musste er um Futter, Wasser, seine eigene Sicherheit und ein Dach über dem Kopf kämpfen. Und jetzt diese Kinder, die durch die Unachtsamkeit ihrer Eltern zur Grausamkeit verkommen waren. Die Jugendlichen packten John und warfen ihn wie einen Köder in eine Meute hungriger, streunender Hunde. Dann amüsierten sie sich, indem sie den Kampf der Tiere beobachteten, wie er allein gegen alle stand und sein Leben verteidigte. Aber er hatte keine Chance. Schon nach wenigen Minuten lag kleiner John auf dem gefrorenen Boden, mit durchgebissenem Rückenwirbel. Die Kinder lachten und rannten davon, und er blieb allein zurück, ohne sich auch nur fortbewegen zu können. Der ganze Körper des Katers schmerzte, alles außer seinen beiden Hinterbeinen. Aber nicht, weil sie gesund waren, sondern weil sie völlig gelähmt waren. Man fand ihn erst am Morgen. Ein Wachmann fand den Kater und brachte ihn ins Krankenhaus. Einer seiner Wirbel war gebrochen und hatte die Nerven des Rückenmarks geschädigt. Aber das Traurigste war, dass jetzt nicht nur der Körper von kleiner John, sondern auch seine Seele mit schmerzhaften Narben bedeckt war, die ihm die Lebenslust nahmen. Die Tierärzte setzten alle ihre Kraft daran, die Gesundheit des verletzten Tieres wiederherzustellen. Trotz der traurigen Erfahrungen mit Menschen reagierte der Kater auf die Herzlichkeit, mit der die Freiwilligen versuchten, ihn zu wärmen. Er hob sein kleines schwarzes Ohr jedes Mal, wenn man ihn ansprach, und versuchte sogar, etwas zu antworten. In der Folgezeit durchlief John viele Behandlungen und Prüfungen, aber wir haben eine gute Nachricht: Heute kann der Kater wieder rennen und spielen, also alles tun, was seine gesunden Artgenossen tun. Das ist eine so gute Geschichte. Gut, weil sie ein Happy End hat, das den traurigen Anfang vergessen lässt. Lasst uns also alle versuchen, jede traurige Geschichte in ein Happy End zu verwandeln, so gut wir können. Meine geschätzten Zuschauer, vielen Dank für das Anschauen und Liken. Teilen Sie Ihre Meinung gerne in den Kommentaren mit.